Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 5 spannende Fakten über Bernd Stromberg. Ich hatte schon immer Bock, ein Video über Bernd Stromberg zu machen. Heute ist es soweit. 5 spannende Fakten habe ich für euch. Schnallt euch an und los geht's. Fakt Nummer 1. Crowdfunding machte den Kinofilm erst möglich. Das TV-Ekel Stromberg hat es tatsächlich nur ins Kino geschafft, weil zahlreiche Fans Geld vorschossen. Mehr als 3000 Kleinanleger hatten die Produktion des Kinofilms mitfinanziert. Bei dem Crowdfunding-Projekt stellten sie binnen einer Woche nach dem gestarteten Aufruf insgesamt 1 Million Euro von ca. 3,3 Millionen Gesamtbudget bereit. Die Teilnehmer erwarben dabei Anteile zum Nennwert von je 50 Euro und wurden im Gegenzug zu vorab festgelegten Konditionen an den Verkaufserlösen beteiligt. Insgesamt sahen den Film allein in den ersten 6 Monaten mehr als 1,3 Millionen Zuschauer. Für die Anleger hat sich das Projekt also auch finanziell gelohnt. Fakt Nummer 2. Der Duden würdigte Stromberg. Kein Witz, das Wort Fremdschämen wurde unter anderem wegen Bernd Stromberg überhaupt erst in den Duden aufgenommen. 2009 entschied man sich für diesen Schritt. Der Neologismus war tatsächlich vor der Jahrtausendwende kaum verbreitet. Der Grund für diese Wortneuerschöpfung waren auch TV-Formate wie eben Stromberg, die sehr auf dieses Gefühl setzten und das Wort auch immer mehr im gewöhnlichen Sprachgebrauch verankerten. Fachleute definieren Fremdschämen übrigens als Gefühl, das jemand empfindet, wenn man Menschen dabei beobachtet, wie er oder sie eine Norm verletzt. Typisch Stromberg eben. Fakt Nummer 3. Keine deutsche Idee. Stromberg spiegelt ureigene deutsche Unsitten und Verhaltensmuster in Büros wider. Teilweise sicherlich, aber was viele nicht wissen, die Idee stammt überhaupt nicht aus Deutschland. Die Reihe wurde von der BBC-Fernsehserie The Office inspiriert. Ursprünglich wurde darauf nicht hingewiesen, weshalb die BBC der deutschen Produktionsfirma Brainpool sogar mit einer Urheberrechtsklage drohte, weil sie zu viele Gemeinsamkeiten mit der eigenen Produktion erkannten. Seit der zweiten Staffel ist deshalb im Abspann von Stromberg Inspired by UK BBC Series The Office created by Rick Gervais und Stephen Merchant zu lesen. Gervais betonte später, dass man mit der Einigung höchst zufrieden sei. Fakt Nummer 4. Nie wieder Stromberg. Der Kinofilm setzt das endgültige Ausrufezeichen hinter die Figur Bernd Stromberg. Nach dem Ende der Serie 2012 und dem Dreh des Kinofilms 2013 ist endgültig Schluss. Das bestätigte auch der Hauptdarsteller Christoph Maria Herbst in einem Interview mit Spot On News. Wir sind alle der Meinung, dass wir Stromberg zu einem wundervollen Ende geführt haben. Noch dazu mit einem sehr erfolgreichen Kinofilm. Wem die 5 Staffeln und der Film nicht genügen, den lade er ein, sich in die bundesdeutschen Großraumbüros zu begeben. Da laufen nach wie vor mehr Stromberg herum, als einem lieb ist. Fakt Nummer 5. Finsdorf gibt es gar nicht. In der 4. Staffel wird Stromberg in eine kleine Filiale in das Dorf Finsdorf strafversetzt. Obwohl bis heute der Schein gewahrt wird, den Ort gibt es nicht. Pro7 sendete sogar Werbespots für den Ort. Juwel der Heide. Auf der Website www.finsdorf.de, die eigens geschaltet wurde, begrüßte man Stromberg sogar als neuen Einwohner. GoYellow stellte darüber hinaus einen Ausschnitt der Originalkarte zur Verfügung, auf der die reale Ortschaft Boddenstedt in Niedersachsen kurzerhand in Finsdorf umbenannt wurde. Die Dreharbeiten fanden 2009 im Bornheimer Stadtteil Wahlberg statt. Als Kulisse diente ein alter Tante-Emma-Laden an der Ecke der Hauptstraße Flammgasse, der zurzeit sehr lange leer stand. So, das war schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und schreibt in die Kommentare, was euer Lieblingsfakt war. Meiner war auf jeden Fall, das ist keine deutsche Idee, weil das war mir nicht bewusst. Ansonsten schreibt in die Kommentare, falls ihr es gut oder schlecht fandet. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.